Seit Dezember 2015 gab es nur einen Sieg für die Adler Mannheim in regulärer Spielzeit. Und heute, nach einer 3:0-Führung, heißt es vor dem Schlussabschnitt nur 3:2. Wenn wir haben uns die anderen Ergebnisse und die Live-Tabelle auch mal angesehen, sollte Mannheim hier heute nicht dreifach punkten und das Spiel sogar noch aus der Hand geben, sind es nur noch 3 Punkte bis Platz 11. Ja, richtig. Gut, für das Spiel hier selber ist es natürlich gut. Die Spannung ist wieder da. Und ja, die Mannheimer, die sollten schon versuchen, diese 3 Punkte einfach mitzunehmen, weil sonst wird es hinten aus dann möglicherweise noch relativ eng. Letzte Drittel läuft. Berlin in weiß, Mannheim in blau und Mannheim mit dem Puck. Berlin kontert mit Tine Braun. Laurin. Sven, vielleicht nochmal auf dich zu kommen, die haben es nicht ganz angesprochen. Du als Schiedsrichter hast dir da nicht, als du das Trikot angezogen hast, auch gedacht, Mann, was haben die Jungs früher mit mir durchgemacht? 1812 Strafminuten hast du in der DL. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser Erfahrung, die ich jetzt letzte Woche gemacht habe, nochmal einen Dank an Holger Speckhahner, der hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es ist wirklich nicht einfach. Hast du das Trikot angezogen? Was hat der gemacht? Nein, diesen ganzen Bericht. Also es ist wirklich, man muss wirklich den Hut ziehen vor den Jungs, die da unten mit den unsere sogenannten Streifenhörnchen, weil die, das ist wirklich nicht einfach. Also schon alleine die richtige Position immer zu finden, also es, für einen Spieler ist es relativ immer einfach, dann irgendwie was gegen die Schiedsrichter zu sagen, aber was die teilweise alle gleichzeitig sehen müssen, ist nicht einfach. Jetzt Baxmann. Jonas Müller. Gut gerettet hier von TJ Mulock. Was macht man jetzt als Mannschaft, Sven? So wie die Adler, die dieses Spiel optisch total im Griff hatten, 3:0 geführt haben, jetzt wieder zittern müssen. Spielt man passiver, wartet erstmal ab oder versucht man eigentlich diesen Druck wieder aufrechtzuerhalten, der einen so stark gemacht hat? Genau, ja, also 3:0. Wenn du sowieso als Heimmannschaft auch was zeigen möchtest, dann musst du auch aktiv bleiben. Also selber versuchen, die Scheiben zu gewinnen und um Akzente zu setzen fürs Spiel. Und demnach wird es ja auch für den Gegner dann auch immer schwierig. Ryan McMurtry. Also sie sollten sich auf gar keinen Fall jetzt verlassen auf diese 3:2-Führung. Also geht meistens nach hinten los. 3:0-Führung oder 3-Tore-Führung gegen Eisbären, da wären wir wieder bei Finale Spiel 4 2012, Sven. Und da war viel weniger Zeit. Viel, viel weniger Zeit. Da waren wir bei 14 Minuten oder so. Martin Buchwieser. Ja, die Reihe, die ist mir heute noch ein bisschen abgetaucht. Kinki und Buri, da, die können wirklich qualitativ viel, viel mehr und schweren Tag. Niki Gotsch, auch hier Berlin aufmerksam, Marcel Nöbels, viel unterwegs heißt auch nicht gleich gut unterwegs, aber Marcel Nöbels sehr gut im Zweikampfverhalten. Der Strotz natürlich brutal vor. Hier holt er sich auch wieder die Scheiben zurück. Vor Selbstvertrauen. Also hat er eine riesen Saison bis jetzt. Marcel Nöbels steht derzeit bei 30 Scorerpunkten aus 37 Spielen. Jonas Müller. So, da kommt der erste Pass bei Jonas Müller. Julian Talbot. Und Mickey Dupont. Sinan Akhtar. Trotzdem das Tempo immer noch sehr, sehr hoch auf beiden Seiten. Es wird wirklich sehr, sehr viel Schlittschuh laufen, auch wenn die Pässe jetzt nicht wirklich gut ankommen. Aber vom Schlittschuhläuferischen her beide eigentlich auf Hochtouren. Wie ist der Spieler diese Phase, Sven? Man hat ja diese unglaublich vielen Spiele. Gute Chance jetzt für McMurtry.
zwischen Weihnachten, Neujahr. 10 Spiele in 20 Tagen so ungefähr. Und jetzt pegelt es sich ja nochmal normal ein, sagen wir mal. Ja. Mit dem Freitags-Sonntags-Rhythmus wird das Training nochmal angezogen, kurz vor den Playoffs. Ist da die Mannschaft eigentlich schon im Playoff-Modus? Wie geht man diese Spiele jetzt an? Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal für jeden Spieler mal schön, wenn er spielen kann. Weil dieses bekannte Dienstagtraining, was eigentlich so ein wo viel gelaufen wurde, das will hier auch nicht während der Sendung wieder. Deswegen, die Jungs, die wollen schon spielen. Klar, es ist jetzt das, was im Sommer eigentlich einstudiert wurde oder trainiert wurde, das wird jetzt abgerufen und dann kommt man auch langsam in den Playoff-Modus rein. Jens Baxmann. Dominik Bittner, Pass von Nöbels zu lang, heißt unerlaubter Weitschuss. Alles zurück vor das Tor von Petri Vehane. Barry Terlekson hat eigentlich immer gut ausgesehen gegen die Adler Mannheim. In 27 Spielen bislang 29 Scorerpunkte gegen die Adler geholt. Terlekson. Darren Olver. Abgelaufen von Dominik Bittner. Und der Puck landet auf Mannheims Bank. Jonas Müller, sein Debüt im Profiteam der Eisbären hat er gegeben bei der European Trophy im August 2013. Da musste er damals noch mit Gitter spielen, weil er noch gar nicht 18 war. Ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, er ist wirklich ein talentierter Spieler, der mit Sicherheit seinen Weg machen wird. Der wird seinen Weg gehen und da werden wir in Deutschland auch sehr, sehr viel Spaß haben mit ihm. Christoph Ullmann. So, Berlin holt sich den Puck hinter Mannheims Tor. Dupont sofort nah gedeckt von King, sodass er den Puck gar nicht aufs Tor bringen kann. Das weiß man natürlich. Micky Dupont ist der torgefährlichste DEL-Verteidiger bislang mit 10 Saisontoren. Akta, Mathieu Carr. Ja, sehr gut gelöst. Jimmy Tardif. War gut zu sehen bei Mathieu Carl. Der wollte eigentlich den schönen, langen, schnellen Pass nach vorne. Er hat dann gesehen, vielleicht zu viel Risiko. Und genau. Lieber doch Sinan Akta mit ins Spiel. Genau, genau richtig. Mit ins Spiel bringen und mitnehmen. Und eine Überzahl, kleine, aber feine Entscheidung. Ja, eine Überzahlmöglichkeit oder Ring. Sifo Egner. Marc Olver. Und André Rankl. So, auch der Puck geht hinaus und zwar übers Plexi. Ja. Heißt Steve Wagner 2 Minuten raus wegen Spielverzögerung. Unnötige Strafe jetzt natürlich, aber Steve Wagner, normal wird da diskutiert. Er hat gleich gesehen, okay, war mein Ding. Passiert ab und zu, wenn die Scheibe sich aufstellt, dann hat man wirklich wenig Kontrolle. Genau, oder halt. In dem Fall waren halt 2 Vorchecker der Berliner da und haben es ihnen natürlich auch nicht einfach gemacht. Und dann willst du eine schnelle Entscheidung treffen. Hier sieht man es mal ganz gut. Und dann stellt sie sich sicherlich meistens auch noch auf und dann geht es einfach mal rüber. Heißt 4. Powerplay für die Eisbären. Und eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich. Julian Talbot. Terlekson, Darren Olver. Terlekson, Talbot. Micky Dupont. Indras mit dem ersten, mit dem zweiten, auch den dritten hat er.
Dupont, Oliver. Nöbels. Einmal zu oft abgelegt. Mit einer schönen Bewegung hätte er den auch selber reindrücken können. Wir sehen oben eingeblendet. Das letzte Drittel ist das Eisbären-Drittel, zumindest oft in dieser Saison. Wetterpol, Krankl, Busch. Krankl. Hier zu sehen, wie aggressiv Arendt und Akta da spielen. Es ist schwer, die Lücke, den guten Pass zu finden, sie aufzustehen. Aber wenn man den findet, dann ist auch diese Sekunde Platz mehr da. Peter Pohl. Florian Busch ist eigentlich ein Spieler, der sowas immer erkennen kann, wenn aggressiv gespielt wird. Der kann dann diesen kurzen Pass in der Mitte spielen. Marc Olver, gut mitgenommen hier. Da ist Florian Busch. Ja, und der Kuppel. Und Strafen wird es geben gegen beide Mannschaften. Marc Olver und Jochen Hecht gleich. Mannheimer 3-2-Führung. Laurin Braun von den Eisbären. Wie nah seid ihr dran am Ausgleich? Ich denke mal sehr nah. Also ich glaube, die drei Tore, war ein bisschen Glück dabei. Wir sind dran. Wir spielen hart, wir spielen fair. Und wenn wir weiter so machen, wird das Tor noch fallen auf jeden Fall. Eine richtig gute Bilanz im letzten Drittel, überhaupt in den letzten Dritteln in dieser Saison. Hilft das? Ja, definitiv. Letzte Drittel sind der Beste und das werden wir wieder zeigen jetzt. Dankeschön. Tja, jetzt, nicht nur jetzt, die zeigen das schon. Also Berlin erhöht schon langsam, aber sicher den Druck auf das Mannheimer Gehäuse in diesem Schlussabschnitt. Ja, Lolle Braun hat es ja gerade erwähnt, das ist das beste Drittel immer der Berliner. Und sie müssen natürlich auch, ist ja auch keine Frage. Statistik und Spiele ist aber immer was anderes, aber es ist doch deutlich zu merken, dass Berlin forciert. Vier gegen vier. Also weil ja Jochen Hecht und Marc Olver draußen beide wegen übertriebener Härte hatten ein kleines Privatduell. Lars Bürgemann hat sofort gesagt, Jungs, ja, Pause. So nicht. Schiedsrichter Felski hätte weiterlaufen lassen, vermutlich. Genau. DJ Mulock. Machacek. Oh. Metropolit. Klasse, wer sich den Puck wieder geholt hat. Glenn Metropolit ist einfach ein Spieler, muss man immer sagen, auch neutral, schön zum Zuschauen. Ja, ist unglaublich. Eben hat man gesehen, Schläger waren oben, hat dann mit dem Fuß mitgenommen. Also, hab's vorhin schon erwähnt, das können auch nicht viele Spieler. Also, so, Metropolit jetzt hinter dem Tor. Versucht selbst einen Pfosten. Hui. So, und schau mal, was der mit Talbot an der blauen Linie macht. Dann Stockbruch, aber Metropolit hat ihn wieder. Und da werden sämtliche Küchengeräte angeschmissen, die bei Metropolit in der Küche stehen. Ja, ist schon einmalig. Handmixer, Küchenmaschine, Quirler, der hat alles im Repertoire. So, hier nochmal eine kleine Studie. Wunderbar, wie er hier zieht. Und das ist ein Schuss, der es fast verdient hätte, auch dann mal ins Tor zu gehen von Glenn Metropolit. Allein wie er sich da hinter dem Tor die Zeit nimmt, wie er schaut, wie er alle aussteigen lässt und dann aus der Drehung heraus dieser Schuss. Das ist der Mann. Glenn Metropolit. Schweizer Meister, deutscher Meister und eine sehr interessante Vita, Metropolit. McMurtry,
McMurtry und Wehan in zwei. Spielt ihm wieder Fahrt auf jetzt in den letzten 10 Minuten. Ja, auch weil die Adler jetzt ein bisschen aktiver wieder selber sind. Dine Braun ganz vorne mit dabei, versucht hier den Puck irgendwie zu ergattern, zu beschützen gegen Kai Hospelt. Lars Dürkemann sieht, da geht nichts mehr weiter. Und deshalb wird es Bulli geben vor Dennis Endras. So, Sven, du willst noch mal einen Blick wagen auf Mannheims Nummer 50, ganz schnell. Ja, richtig. Hier sieht man noch mal ganz gut, was er eigentlich mit der Scheibe macht, Petro Pollet. Hier wird noch mal ausgespielt, der Spieler einfach, hier geht's rum und dann weiter und dann hinten an den Pfosten, also überragend. Dominik Bittner. Strafe angezeigt gegen Berlin. Beinstellen gegen Lauchin Braun. Nicht unbedingt der beste Zeitpunkt für ein Offensivfoul, aber hier geht er mit dem Knie nach gegen Niki Gotsch. Die Adler heute noch ohne Powerplay-Tor, wie schon in den letzten drei Heimspielen. Auch da hat man kein Powerplay-Tor bislang erzielen können. Wagner. Metropolit. Ullmann. Christoph Ullmann. Der Mann für die Powerplay-Tore. 8 seiner 17 hat er bislang in Überzahl erzielt. Ja, also auch von der Zeit her sind jetzt noch 9 Minuten zu spielen. Eine sehr, sehr wichtige Phase für beide Mannschaften. Also es könnte die Entscheidung fallen. Metropolit. Jetzt Baxmann. Guter Einsatz von ihm. Harter Einsatz, guter Zweikampf. Puck weg. Sinan Akta. Metropolit verteilt an Tardif. Akta. Unsauber gespielt. Puck weg. Muss gewartet werden, bis Metropolit aus seinem Häuschen rauskommt. Das ist jetzt der Fall. Und der Neustart kann beginnen über Ullmann. Steve Wagner. Ullmann. Sinan Akta. Einfach mal Richtung Tor geschmissen, weil Tardif gut positioniert war vor Petri Wehan. Ja, aber gar nicht verkehrt. Also jede Scheibe, die zum Tor kommt, die ist immer gefährlich. Und wenn Tardif da vor dem Tor steht und die abfälscht, kann kein Torhüter der Welt irgendwie was machen. Also von daher. Gutes Pulli, schnell gespielt. Mathieu Karl. Jochen Hecht. Bild. McMurtry und Petri Vihanen. Auch wenn die Saves jetzt nicht spektakulär sind, aber das ist eine Zeit, in der Torhüter jetzt auch seine Mannschaft noch im Spiel halten muss, wie es Petri Vihanen tut. Ja, also ich glaube, dass der jetzt nicht unbedingt schwer gewesen war zu halten für ihn, weil die Sicht auch frei war. Aber es ist natürlich immer wichtig, wenn gerade in so einer Situation musst du einen Torhüter haben, der einfach stabil da hinten steht und einfach die Scheibe hält. Mathieu Karl, Schläger drin von Jochen Hecht. Aber es ist auffällig, mal zu bemerken, diese Bulli-Situation, gerade wenn du in der Unterzahl bist, musst du natürlich diese Kleinigkeiten auch versuchen besser zu machen, um die Möglichkeit zu haben, die Scheibe 60 Meter tief runterzuspielen. Und in dem Fall haben jetzt die Mannheimer wirklich dieses Bulli zweimal zu 100% gewonnen und dann auch die Möglichkeiten noch weiter ihr Powerplay aufzuziehen. Kai Hospelt übernimmt das nächste Anspiel für die Adler.
diesmal an die Eisbären, aber Mathieu Kahl an der blauen Linie macht die Tür zu. McMurtry. Und jetzt Tine Braun mit dem Puck, der ganz nach unten geht. Die letzten Sekunden der Strafe gegen Laurin Braun haben begonnen. Kahl. Jonas Müller. Und jetzt kommt Laurin Braun zurück. Kai Hospel. Auch selten zu sehen, so viel Platz durch die neutrale Zone hier im ganzen Spiel. Jochen Hecht kann mal durchziehen. Marcel Nöbels. Marcel Nöbels. Ja, spielt das klug hier, sieht keiner mitgelaufen. Zum Tor komme ich nicht direkt, also schützt er den Puck und wartet, bis ihn einer unterstützt. Martin Buchwieser, Christoph Ullmann dabei. Ullmann heute bislang mal nicht als Torschütze dabei, dafür zwei Tore schon vorbereitet. Auch eher wie André Rankl, einer, der sich sehr sicher der 200er-Marke annähert. Christoph Ullmann steht derzeit bei 196 Toren in der Liga. Florian Busch. Busch. Sven Ziegler. Und Laurin Braun. Julian Talbot. So, kleiner technischer Fehler. Kostet die Eisbären wieder Zeit und den Angriffsschwung. Müssen sie sich jetzt neu holen mit Laurin Braun. So richtig kommen die Berliner jetzt nicht in das Haus, das sogenannte Haus, weil fünf Mannheimer sind auch immer wieder zurück. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer, sich da durchzusetzen. Radecki. Nur Stork, ja, angezeigt, aber wenn Mannheim an den Puck kommt, dann wird das nicht abgepfiffen. Dafür das Abseits der Adler. So, hier, Puck von Laurin Braun über Schulter. Obwohl ich nie Fan von so einer Situation war, also da hätte ich, sagt eigentlich auch jeder Trainer. Torhüter zittern da auch, wenn Spieler zum Schläger hingeht. Also nimm lieber die Hand und spiel sie sicher in die Ecke, weil der kann überall gehen, also, oder du haust vorbei. Micky Dupont. So, langsam aber sicher wird es auch eine Zeitfrage für die Eisbären. Etwas mehr als 4 Minuten noch zu spielen. Das heißt, die müssen jetzt hinein in die Crunch-Time, die Eisbären. Ja, aber da hat man es wieder ganz gut gesehen. 4 Adler und den Schläger auf dem Eis. Sehr, sehr schwer auch die Scheiben da durchzubringen. Es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die Passungenauigkeiten der Eisbären. Ja, teilweise dann mal wieder ein bisschen besser, aber grundsätzlich hast du recht, es sind viel zu viele einfache technische Fehler, einfach, dass die Passungenauigkeit nicht auf den Schläger gehen. Und macht natürlich jedes Spiel immer langsam und du musst immer wieder neu anlaufen. Uwe Krupp, ein Sieg heute wäre sein 150. als DEL-Coach und das im 264. Spiel. Ullmann.
Christopher Fischer. Jonas Müller. Philipp Braun. Jochen Hecht. Auch da gut nach hinten gearbeitet von Terlexen, der Hecht den Puck vom Schläger nimmt. So, nur noch 3 Minuten für die Eisbären. Ja. Ronny Arendt. Auch das eine Kleinigkeit, die hier beim gesamten Spielverlauf große Auswirkungen hat. Eisbären oft zu weit weg im eigenen Drittel vom Gegner. Micky Dupont. Ja, gar nicht. Jetzt auch schon wieder gestöhnt, dass Ronny Arendt da reingelaufen war. Ja, nicht nur in der eigenen Zone, sondern auch im Vorfeld. Also wenn du zu weit weg bist und dann da straight zu dem Verteidiger hinläufst, wirst du einfach immer außen spielen. Also da muss man dann schon ein bisschen smarter rangehen. Hier unerlaubter Weitschuss, schütteln vielleicht viele den Kopf, aber es war erzwungen von den Adlern. Jetzt, da gab es keine andere Möglichkeit, den Puck irgendwie wegzukriegen vom Schläger für die Eisbären. Mannheim, nur eines der letzten 5 Heimspiele hat man gewonnen. Der letzte Heimdreier am 27. halten Sie sich fest, November gegen die Krefeld Pinguine. Spencer Machacek. Dominik Bittner, und es laufen die letzten beiden Spielminuten in dieser Partie. Es spielen die beiden letzten Spielminuten, präsentiert von Else Breit und alle. Auch das richtige Mittel jetzt von Mannheim. Nach vorne Druck machen, Puck von der eigenen Zone weghalten, so lange und so oft es geht. Und das sind wichtige Sekunden, auch wenn sich das alles an der Bande abspielt und kleine, unangenehme Zweikämpfe sind. Ja, und gleichzeitig nimmst du natürlich den Berlinern auch die Möglichkeit, den Torhüter zu ziehen, was sie jetzt gerade tun. Behanen geht, das heißt, die Eisbären mit 6 Feldspielern. Julian Talbot. Mark Olver. So, der Puck wird lang, der Puck wird zu lang und zu ungenau. Unerlaubter Weitschuss. Und Uwe Krupp nimmt seine Auszeit. Ja, erstaunlich eigentlich, dass er die jetzt gerade nimmt. Jetzt nicht genommen wegen dem Icing. Genau, wegen dem Icing, weil die Adler waren ja schon jetzt gerade in den letzten 15 Sekunden extrem unter Druck. Und einfach weiterlaufen lassen. Co-Trainer Mark Mahone macht diese Auszeit, erklärt dem Team die Einzelheiten, wie jetzt gespielt werden soll, wie vom Bulli weg agiert wird, wo die Positionen sind. Nur eines muss er nicht erklären, wo der Puck am Ende hin soll. Nämlich ins Tor. So, Jochen Hecht, Bulli gegen Mark Olver. 67 Sekunden sind noch zu spielen. Dieses Spiel, dieses Topspiel, Mannheim Eisbären erlebt jetzt seinen Höhepunkt. Und fast der Ausgleich, Nöbels zieht vorbei. Talbot. Aber Berlin bekommt den Puck wieder irgendwie zu fassen. Mark Olver, Puck springt am Tor vorbei. Berlin setzt nach. Akta muss den Puck wieder raushauen. Kein Icing. Talbot, 30 Sekunden.
muss jetzt verdammt schnell gehen. Julian Talbot bleibt hängen an der blauen Linie. Micky Dupont. Das gibt Mannheim die Zeit, sich zu sortieren. Blaue Linie zuzumachen. Dann muss man erst in den Zweikampf, muss sich den Puck wiederholen. Das ist jetzt geschehen. Micky Dupont, die letzten 10. Darren Olver zur Mitte. Der kommt nicht. Aber das war's. Das reicht nicht mehr für die Eisbären. Mannheim gewinnt 3:2 gegen die Eisbären Berlin. In einem Spiel, das den beiden Mannschaften, den großen Namen, weitestgehend entsprochen hat. Ja, weil es sehr, sehr spitzenläuferisch war. Beide Mannschaften waren wirklich schnell unterwegs. Ja, viele kleine technische Fehler, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen erstaunen, aber ansonsten Kampfgeist da, die Stimmung war da, einfach ein wahres Champions-Spiel. Die Adler Mannheim arbeiten sich, und ich glaube, das ist das richtige Wort, die arbeiten sich wirklich aus dieser Dezemberkrise heraus. Zuletzt gab es 2 Siege, in denen man noch extra Zeit bzw. ins Penaltyschießen gehen musste. Jetzt mal wieder ein Heimdreier. Es sind kleine Schritte, aber kleine Schritte, aus denen ein großer Schritt werden kann wieder. Denn Mannheim hat sicher das Potenzial, oder Mannheim muss ja eigentlich ganz nach vorne. Ja, Mannheim, also wir haben wirklich eine Qualität in der Mannschaft, und demnach werden sie sich auch durchbeißen, auch in einer Phase, wo es halt nicht gut ging, und sie gehören auch einfach dahin. Die Eisbären bleibt es dabei. Es ist nicht einfach, hier in Mannheim für sie zu gewinnen. Nur 3 Siege aus den letzten 13 Partien hat man hier in Mannheim geholt. Ein gutes Spiel, ein spannendes Spiel. Und am Ende mit einem über 60 Minuten vielleicht doch verdienten Sieger, weil der eben doch weniger Fehler gemacht hat. Genau. Ganz wenig Fehler hat unser Schiedsrichter in Hobby bzw. in Spee gemacht. Sven Feske, vielen Dank fürs Begleiten. Und den Rest von diesem Eishockey-Fest, den gibt es im Studio bei Gerhard Leinauer und Andi Renz. Können wir uns noch anschließen an die Meinungen unserer beiden Experten, nämlich Basti Schwele auch mal dazu und Sven Felski. Die Adler Mannheim gewinnen 3:2. Der kleine Schritt, den Basti angesprochen hat, der ist jetzt vollzogen. Ich erinnere nur an Krefeld. Zu Jahresbeginn in Krefeld hätte man aber beinahe auch so einen Vorsprung wieder hergeschenkt. Also so ganz sicher, wenn ich jetzt mal Korinthen-Kacker bin oder Cookie-Cutter, sicher sind sie noch nicht. Nein, es war 3:0 zu Hause, dann 3:2 und jetzt am Ende noch wirklich schwitzen müssen. Auch verdient, über die Zeit verdient, und sind auf einem guten Weg. Ja, einer, der uns begeistert hat, das ganze Spiel über mit seinem Händchen, der steht jetzt unten bei Hans Finger und ist natürlich der Mann des Tages. Man of the Day. Unser Man of the Day heute, Leini, du hast gesagt, er hat uns beeindruckt. Glenn Metropolit. Glenn, the medal for you. Congratulations. Congratulations to that victory. How important, how huge. Herzlichen Glückwunsch zur Medaille, zu diesem Sieg. Der erste Heimsieg seit langem. Hat sich lange angefühlt, aber wir haben schon die Woche gut trainiert. Wir kriegen viele Jungs zurück, aber heute sind wieder viele ausgefallen. Eine gute Teamleistung von uns. Du wirst jetzt bald 42. Man kann es kaum glauben. Du spielst eigentlich wie 22. Ja, das liegt wohl an meinen guten Genen. Ja, keine Ahnung, ich spiele einfach noch zu gerne. Es macht mir so viel Spaß. Also hier ist mein Leben und da will ich weitermachen. Danke dir. Hoffentlich sehen wir ihn noch oft, Glenn Metropolit, da mit seinem Treffer zum 3:0. Wir haben es ja genau analysiert als der Mann des Tages. Und ja, die Eisbären mit einem 2:3 waren nahe dran, sind immer noch Tabellenführer, aber so langsam schrumpfen die Punkte. Und deswegen holen wir auch eine Stimme vom Gegner. Und das ist die Stimme von André Rankel. André, ihr wart nochmal zurückgekommen, war ziemlich eng zum Schluss. Was habt ihr heute nicht gut genug gemacht, um Punkte mitzunehmen? Ich glaube, wir haben im zweiten Drittel einfach den Anfang verschlafen. Das ist alles. Die 2 Tore, die wir da kriegen, die dürfen niemals passieren. Das sind individuelle Fehler. Da haben wir uns nicht ans System gehalten und dann kannst du halt im Mannheim nicht gewinnen. Wir haben auch schlechtes technisches Spiel oft gesehen, viele Passfehler. Woran kann man das festmachen? Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich glaube, war von beiden Mannschaften eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Natürlich,
ist es schwer, wenn eine Mannschaft so viel Druck macht, immer den Pass auf den Schläger zu spielen. Deswegen ist Mannheim letztes Jahr Deutscher Meister geworden und haben heute gewonnen, weil sie gut Druck gemacht haben. Ich glaube aber auch, wir haben über weite Teile gut mitgespielt und hatten in manchen Situationen vielleicht ein bisschen Pech. Aber alles in allem, glaube ich, Glückwunsch an Mannheim für den Sieg. Danke an dich und alles Gute für die nächsten Aufgaben. Leini, bitte. Danke, Hans, und danke an André Rankl. Sehr, sehr fair. Glückwunsch an Mannheim. War doch den Tick besser? Ticken besser, weil die Kleinigkeiten besser gemacht. Das war's. Nur die Kleinigkeiten. Und wo geht dann die Reise von Mannheim noch hin? Jetzt kommen sie langsam nach vorne? Die werden ihren Weg gehen. Die haben ein Top-Team, die sind top aufgestellt. Jetzt kommen auch Spieler zurück, Selbstvertrauen kommt und die werden ihren Weg gehen. Wohin, das werden wir sehen. Die Tabelle zeigt uns jetzt schon mal nach dem heutigen Spieltag einige Änderungen. Also wie gesagt, die erst bei Berlin bleiben. An der Tabellenspitze Iserlohn holt 2 Punkte in der Verlängerung. Die DEG bleibt auf der 3 und die Adler Mannheim tauschen wieder Platz mit den Augsburger Panthers. Sind jetzt auf der 7. Die Thomas Sabeisteigers verlieren, Grizzlies Wolfsburg verlieren. Also alles bunt gemischt da oben auch. Die Chance für die, die unten noch kommen können. Die Augsburger Panther mit 2 Punkten aus Hamburg verdrängen die Hamburger auf die 9. Und die Kölner Haie trotz Niederlage auf dem 10. Platz. Aber Ingolstadt ist gleich auf mit dem 10. Und die Straubing Tigers pirschen sich so langsam aber sicher ran, gewinnen das bayerische Derby gegen EHC Red Bull München. Und Schwenningen gewinnt 6-3 gegen Nürnberg, wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Und so sind dann unsere nächsten Spiele. Wir gehen nach Bayern. Wir bleiben bei bayerischen Derbys und haben die, die sich ranpirschen, langsam auf leichten Poten, die Tigers aus Straubing gegen die Augsburger Panther. Was für ein Derby. Und das geht dann gleich weiter. Am Sonntag die Augsburger Panther zu Hause gegen EHT Red Bull München. Das bayerische Derby. 17.30 Uhr, na, da seid ihr schon im Bett. Sie noch nicht, denn jetzt geht's gleich weiter mit dem geheimen Leben der Babys. Passt ganz gut zu den Jungs, die wir gerade gesehen haben. Da sind sie schon lange raus aus dem Babyalter. Und wir blicken mit ganz spezieller Kameratechnik, was denn dieses Leben der Babys ausmacht. Also dranbleiben lohnt sich und wir verabschieden uns, Andi. Servus, Tom. Gute Nacht. Ciao, ciao. Und mit den Schützenbildern des Tages.